Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute irgendwie hier wieder mit einem Video aus dem Naturgarten in Rummelkaltenhausen. Es geht um ein Thema, was uns alle angeht, nämlich Unkraut. Und wie können wir irgendwie unsere Gärtnerei damit irgendwie in Einklang bringen, beziehungsweise wie werden wir es los? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine todsichere Methode habt, Unkraut zu vernichten, und zwar restlos. Tabula rasa. Also stay tuned und wir gehen jetzt raus und werden irgendwie eine der schärfsten Unkräuter für euch sammeln. Kommt mit mir raus in den Garten und ich zeige euch, wie es geht. So, und hier auf dem Weg in den Naturgarten eine entsprechende Schutzkleidung, die ist natürlich immer irgendwie gefragt, gerade wenn es irgendwie um Brennnesseln geht, die pieksen ja auch. Ihr seht, wie ich jetzt irgendwie hier die Wurzeln rausmache. Die könnt ihr irgendwie ganz gut erkennen, weil die sind irgendwie relativ gelb. Die sind irgendwie sehr lang, die kann man gut rausziehen. Und da muss wirklich das ganze Wurzelrhizom raus. Ansonsten kommen die einfach wieder, ne? Also, wir wollen ja jetzt Unkraut vernichten. Hier haben wir den Giersch, der ist auch irgendwie im Garten überhaupt nicht gewünscht. Vor allen Dingen nicht in unserem Golfrasen, hier auch wieder mit der Schaufel ganz tief eingraben, sodass ihr irgendwie auch die Wurzel pläst, da auch irgendwie abbekommt. Und ihr seht irgendwie, was das für ein prächtiges Exemplar ist. Prächtig oder unprächtig, weg damit. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. So, auf dem Weg zu einem unkrautfreien Garten, da muss man irgendwie auch mal alternative Wege gehen. Gut, das ging jetzt hier ein bisschen was schief. Wir gehen aber gleich weiter zu unserer nächsten Challenge und dem Unkraut, yes, dem haben wir irgendwie den Kampf angesagt. Hier sozusagen in der kleinen Rembo-Ausrüstung. So geht es weiter, ja, oder dann vielleicht doch nicht. Wir sind dann irgendwie jetzt hier beim Klee. Der Klee soll auch weg. Ich schneide den erstmal weg, damit wir zumindest oberflächlich dieses irgendwie Kraut nicht haben. Nur von wegen vierblättriges Kleeblatt. Wer braucht sowas? Es gibt eigentlich fast nur drei Blätter. Jetzt geht es um die Frage, was ist das richtige Werkzeug? Wir wählen wieder die Schaufel und wir sind irgendwie am Löwenzahn. Ne? Also in so einer schönen Golfwiese, da möchtest du den Löwenzahn auch echt nicht haben. Guckt mal hier, was das für eine fette Wurzel ist. Die braucht kein Mensch. Die geht jetzt auch ab in den Korb und wir gehen jetzt irgendwie zurück ins Labor, um alles zu vernichten. Wir haben jetzt die gefährlichen Substanzen, die Pflanzen, die wir in unserem Garten nicht mögen, die haben wir jetzt isoliert und in diesen klinischen Bags sozusagen hochhermetisch abgeschlossen in unser Labor gebracht. Und wir werden diese Pflanzen jetzt irgendwie einer kontrollierten Vernichtung zuführen. Ich werde mir jetzt diese Schürze anziehen, damit ich von den gefährlichen Substanzen nicht betroffen bin. Wir fangen an mit dem lästigsten Unkraut überhaupt. Hier klinisch verpackt in so einem Zip-Behälter. Heißt also, im Augenblick droht keine Gefahr. Ich mache mal die Büchse der Pandora auf. Das ist die Brennnessel. So, ich zupfe mal hier irgendwie so ein paar Exemplare raus. Die gefährlichsten Teile da dran, die dir nicht auch auf der Haut so brennen und pieksen, das sind die Blätter. Die machen wir jetzt erstmal ab. Die werden wir jetzt sofort fachmännisch zerkleinern. Ihr seht schon, es piekst, ne? Also, wir möchten ja nicht, dass dieses Unkraut uns noch einmal stört. Jetzt irgendwie in unsere erste Vernichtungsmaschine reinpacken. Und dann kümmern wir uns um das nächste Kraut, was wir im Garten auch echt loswerden wollen. Und das ist der Giersch in diesem Zipbeutel. Diese komische Pflanze, die immer so ein komisches Blatt hat. Den wollen wir auch nicht haben. Was machen wir mit dem? Wir vernichten den. So, weg damit. Das ist hier
wie wir ihn kennen, der Klee. Manche suchen lange irgendwie nach so einem vierblättrigen. Kann ich euch gerne basteln. So, und jetzt hast du gleich Glück. Haha, noch lange nicht. Nein, wir müssen irgendwie diese Pflanzen vernichten, weil die wollen wir in unserem Golfrasen nicht haben. Und da gehören die auch nicht hin. Und deswegen werden wir die jetzt klein machen. Ich glaube, so werden die sich im Garten nicht wieder blicken lassen. Aber wir sind noch nicht am Ende, weil jetzt gibt es wirklich das Kraut des Grauens, das Unkraut, was niemand auf seinem Golfrasen haben will. Es ist der Löwenzahn. Ja, den wollen wir auch nicht haben. Deswegen jetzt hier nur in einer kleinen Menge. Wir können ja nicht irgendwie alles an einem Tag erledigen. Kommt der auch hier rein. Der wird jetzt auch vernichtet. Und damit das alles irgendwie richtig gut geschreddert wird, mache ich noch eine spezielle Zutat dazu. Schale weg. Die Orange bleibt. Einmal kurz irgendwie geschüttelt, gehälftet oder wie immer ihr das auch nennen mögt. Ich mache mal hier sauber. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn alles so dreckig ist. Wir müssen doch irgendwie unseren Garten immer schön sauber halten, ne? Also 2000 Watt werden jetzt diese Pflanzen hier mit der Zugabe von ein wenig Wasser vernichten. Wir machen noch so ein bisschen Birkenzucker da rein. Der ist auch ganz gut für die Vernichtung. Zack. So. Davon ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Das ist wirklich nur noch eine klägliche Suppe. Also wachsen auf dem Boden in eurem schönen Gemüsegarten wird das nicht mehr. Das ist jetzt wirklich vernichtet. Aber es könnte ja jemand auf die dumme Idee kommen, das jetzt beispielsweise in den Kompost zu gießen oder wo auch immer hin. Deswegen werden wir jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich nehme dieses Glas und ich werde die erste Sektion jetzt fachmännisch vernichten. Das sieht schon ganz gut aus. Aber damit das noch besser wird, packen wir noch ein bisschen Mineralwasser dabei. Und ich denke, so ein Stückchen Zitronensäure wird auch noch die restlichen Bakterien oder schädlichen Pflanzensubstanzen vernichten. Ho, ja, jetzt geht es darum, diese Essenz aus Unkräutern endgültig zu vernichten, damit die in eurem Garten nicht wieder wächst. Ich lutsche mal kurz die Zitrone aus. Nur um mich vorzubereiten auf diesen gruseligen Genuss. Die Magensäure des Menschen, wisst ihr, ist so dermaßen sauer, noch saurer als die Zitrone, die wird all diese Pflanzenstoffe in Sekundenbruchteilen vernichten. Ich werde mich jetzt irgendwie für die Menschheit und für unseren Garten opfern, diese Unkräuter zu vernichten. Ich glaube, jetzt laufe ich einen Marathon. Das sind jetzt ungefähr die 20-fache Menge von Vitamin C, A, B und allen anderen Spurenelementen und Mineralien, als du irgendwie mit einem doofen Steak haben kannst. Wisst ihr, ich meine, ihr habt es ja sowieso schon gesehen, es ist irgendwie ein Fake-Video. Also, ich habe nichts gegen Unkräuter, ganz im Gegenteil. Ich trinke die, ich esse die bei jeder Gelegenheit. Und Unkraut ist einfach nur ein Name für eine Pflanze,
die du noch nicht kennst. Also, cheers, zum Wohl. Ich hätte irgendwie länger schreddern sollen, aber ich mag irgendwie dieses Mousse da. Und auch die Brennnessel kommt irgendwie total genial rüber. Mit dem Orangensaft da drin. Das ist irgendwie etwas, was man haben möchte. Schmeckt total gut, ist scheiße gesund. Und jetzt habt ihr genug gelernt. Die Bildungslücke, Unkraut oder nicht Unkraut, die habt ihr jetzt übersprungen. Also macht was Vernünftiges mit eurem Leben. Zum Beispiel, koch was Schönes für deine Freundin, so was hier. Aber guck nicht die ganze Zeit YouTube, ne? Also, schick den Schaden. Bis dann. Ciao. Euer Naturgarten, Peter Lustig aus Rummelkaldenhausen. Bis dann. Prost.